Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Ich muss das Mikrofon kurz richten, Entschuldigung für diese Störgeräusche. Und heute habe ich was ganz Besonderes, liebe Leute. Und zwar bin ich Onkel. Passt auf. Ich bin Onkel, aber nicht von einem Kind, muss ich jetzt schon sagen. Meine Schwester hat sich eine Katze geholt. Und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr habt ja zwei kleine Bilder von dem kleinen Süßen. Das ist der liebe Findus. Und der ist mega niedlich. Ich werde heute das erste Mal zu ihm fahren und ihn besuchen. Gestern hat sie erst ihn bekommen. Und sie hat mir heute schon, passt auf, dafür mache ich halt mal das Bild weg. Und das da auch einmal kurz weg, dann minimiere ich das. Und da hat sie mir heute schon ein kleines Video gezeigt dazu. Ich werde ganz kurz einmal hier, ihr seht gerade, so, einmal kurz das ausmachen. Damit ihr da auch zuhören könnt. Man hört jetzt meine Schwester, ich weiß nicht, ob sie es möchte, dass man sie hört. Aber sie sagt nur einmal kurz ein Wort, ich denke mal, das ist in Ordnung. Und ja, wir gucken uns mal das kleine Video gemeinsam an. Das Rauschen zumindest von der Kamera. Na, machst du Fitness? Miau. Haben wir am Ende gehört. Könnt ihr nochmal kurz zurückspulen, wenn ihr möchtet. Ganz am Ende hat man das so gehört, dieses Miau. Richtig niedlich ist der Kleine. Und ja, heute werde ich ihn das erste Mal besuchen. Gestern musste ich arbeiten, da konnte ich ihn nicht besuchen. Und es wäre, glaube ich, auch schön gewesen, beziehungsweise schön, dass er sich erstmal an Mama und Papa gewöhnt, bevor er sich an den Onkel gewöhnt. Deswegen ein Tag bei Mama und Papa nur, das reicht ja auch schon, ne? So, und ja, jetzt gehen wir weiter mit Clash Royale. Ich wollte das auf jeden Fall nicht vorenthalten. Das heißt, ich muss heute auf jeden Fall nochmal weg. Meine Schwester und ich fahren heute nach Fressnapf, wo noch ein paar Sachen für den Kleinen. An sich so größtenteils hat er alles. Nur noch so ein paar Kleinigkeiten holen wir für ihn und deswegen fahren wir da heute hin und dann auf dem Rückweg fahren wir dann zu denen nach Hause. Und dann kann ich mit den Kleinen Findus spielen. Mal gucken, ob ich schaffe, mit dem Handy ein paar Fotos oder Videos oder so zu machen. Dann werde ich euch die natürlich im nächsten Part zeigen. Das ist ganz klar. Und jo. Ja, auf jeden Fall, in der Gilde geht schon wieder ab. Destrictor hat irgendwie sich eine Liste oder so gemacht von den ganzen Leuten. Und wir gucken, wie die sich so machen. Ob die größer werden und so weiter. Finde ich sehr, sehr interessant. Interessiert mich dann auch. Ich hoffe, dass du die Ergebnisse natürlich mit uns teilst. Und ja, ich habe gesehen hier, im Laden gibt es momentan Elixiersammler im Angebot. Da werden wir mal ein paar von holen. Wir werden zwar nicht alle schaffen. Der letzte ist 100, ist mir ein bisschen teuer. Dann würde ich jetzt sagen, Destrictor, ich heute noch ein Sammler. Hast ein für mich, dann kann ich ihn upgraden. So. Das finde ich sehr geil. Es sind nämlich zwei Leute online. Es kann sein, dass er online ist. Aber wobei. Oh, Pause vorbei. Er muss weiter arbeiten. Stimmt. Der böse Typ, ne? Hat während der Arbeit, beziehungsweise während der Pause, hat er erstmal mit Patrick, beziehungsweise PDD Brownie, hat er erstmal ein paar Runden so gezockt, weißt du? So mal gucken, ich hab ein neues Deck, lass mal ausprobieren. Fupp. Ja, ich hab grad Pause, lass mal einfach machen. Voll nice, Alter. So, ein einziger Sammler fehlt mir. Das heißt, wir fragen da noch einmal nach. Das wäre sehr geil, wenn wir ihn bekommen würden. Und dann können wir Nein. Warte, wir haben jetzt. Doch, das Spam-Deck. Gut. Ich will nur ein Spam-Deck. Und ich muss natürlich die Decks auch mal wieder aktualisieren. Und ich glaube, Deck 1 normal werde ich rausnehmen. Da werde ich Deck 2 auf die linke Seite packen und Deck 3 auf die rechte. Oder ich werde das halt einfach anpassen, dass Deck 2 das erste Deck wird und Deck 3 das zweite oder so. Dass wir da einen Überblick haben. Und dass das Deck, was wo wir momentan nicht wissen, wie das aufgebaut werden soll und so weiter, das wird dann Deck, was auch weiß ich, so ein Test-Deck. Und da werden wir dann den werde ich dann so machen, dass man das nicht immer sieht. Weil jetzt sieht man 1 und 2. Aber 1 ist ja gar nicht mehr aktuell. 1 gibt es ja eigentlich schon gar nicht mehr. Deswegen werde ich da mal ein bisschen was ändern. Damit das auch wieder ein bisschen aktuell und auf den neuesten Stand ist, liebe Leute, ne? Ich nehme auf, ne? Gut. Nicht, dass ich jetzt nur Stream-Vorstellung mache. Stream-Vorschau. Was mache ich immer? Stream-Vorschau am Anfang. Gucken, ob alles passt so. Bla, bla, bla. Und dann erst richtig aufnehmen.
Und dann habe ich immer ein bisschen Angst, dass ich dann eventuell immer noch in der Stream-Vorschau bin. Dann sehe ich auch alles und so, aber dann nimmt halt nicht auf und das ist halt blöd. Deswegen muss ich da immer ein bisschen drauf achten, liebe Leute. Immer ein bisschen drauf achten. Vorsicht ist besser als Nachsicht, deswegen immer vorsichtig sein, bevor man Nachsicht hat. So, kriegen wir den Drachen down? Okay, das ist sehr nice, sehr, sehr nice. Ich würde gerne mal das Fass werfen, aber wir kommen einfach nicht zum Fasswurf. Weil er permanent irgendwas anderes vor uns und dann hier rumspawnen und das nervig ist und dann kommen wir nicht zum Fasswurf. Aber wir werden einfach mal ein Fass werfen, auch wenn das teuer ist und wir das gerade uns nicht wirklich leisten können. Aber ist ja nicht so wild. Wir machen das einfach mal, weil wir es können. Ganz einfach, weil wir es können. So, er hat jetzt eine Krone, aber ist ja gar kein Problem. Das ist die erste Runde, liebe Leute. Das ist die erste Runde heute und wir können mal ein bisschen relaxen und entspannen, bevor es dann richtig losgeht, ne? So. So, und die eine ist natürlich jetzt wieder in andere Richtung gelaufen, ist ja ganz klar. Dann machen die ja immer gerne, um mich zu nerven. Aber gut. So, 60 Sekunden verbleiben. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Weil wir haben da ein bisschen böse Leute, die uns dann nerven. So, das heißt, eine Krone werden wir vielleicht mit Pech nicht bekommen. Aber ich tue natürlich mein Bestes, dass wir eine bekommen, das ist ja ganz klar. Deswegen ballern wir hier mal ein bisschen was raus. Wir lassen ihn einfach durchlaufen, das ist mir egal. Wir wollen jetzt hier die Krone, das ist uns wichtig. Wenn wir die haben, können wir weiterlaufen. So, er hat zwar jetzt was kaputt gemacht, aber das ist gar nicht so schlimm. Er hat noch einen ganzen Turm vor sich, wo er erst durch muss, bevor er so weit ist, wie wir gerade sind. Das ist der Vorteil daran, er wird wahrscheinlich eh gewinnen, aber ist mir egal. Wir haben jetzt eine Krone bekommen. Ja, da habe ich ein bisschen YOLO jetzt gespielt, aber komm Leute, das ist die erste Runde, man kann da ein bisschen entspannt und gechillt sein. Ich werde mal kurz das Video im Hintergrund minimieren, weil mich das ein bisschen stört. So, naja, eine Krone ist besser als nichts. Wir sind bei, wie viel steigt man auf und ab? 1700, wir haben gar keine 1700 mehr. War das mal bloß nicht im Spiel, Alter, sonst sind wir raus aus der Arena. Aber ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu Findus haltet, ob wie ihr den findet und so. Also ich finde ihn mega, mega süß, so von den Fotos und so. Ja, ich habe mich selber ja auch noch nicht gesehen, aber ich finde ihn so mega süß und oh, ich freue mich so richtig, ihn zu sehen, das erste Mal. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ob ihr den auch süß findet oder er sagt, so, ja, nee, ich mag allgemein Katzen nicht so gerne, was ich was. Schreibt mir irgendwas Schönes rein und dann, ja, kann ich was lesen. Und ich höre gerade auf. Facebook gerade, das ist blöd. Ich werde euch ganz kurz einmal das Bild mopsen von Clash Royale, ist mir leid. Aber ich habe gerade Facebook offen, das ist mein privates Facebook, das möchte ich natürlich nicht zeigen. So, dann hauen wir wieder rein. Er hat gerade noch bei Kyrill gespielt, mehr hat er bis jetzt noch nie gemacht. So, dann haben wir das so und so. Und ich möchte gerade einmal kurz auf YouTube gehen. Und zwar... Und ich weiß, gucke. Wir haben einen Turm. Nice, habe ich nur gehört, nicht gesehen. Nicht schlecht, danke. So. Die Hexe sollte jetzt erstmal durchkommen. Ja, das Video gestern übrigens hat kein Thumbnail. Ich weiß, das muss ich noch machen. Das lag daran, dass ich nicht die Zeit hatte dafür gestern noch. Ich war gestern echt unter Zeitdruck. Richtig krass unter Zeitdruck. Und deswegen gab es dazu auch kein Thumbnail. Es tut mir da wirklich leid. Aber konnte da nichts dran ändern. Also vorher war ich nicht unter Zeitdruck, aber dann habe ich das halt so ein bisschen stören lassen, habe nebenbei noch was anderes gemacht und so. Und dann ich mal gucke ich so, shit! Erstens, das Video kommt nicht rechtzeitig mit hochgeladen, weil das wieder zu groß ist. Deswegen werde ich Decks ausprobieren, nur am Anfang vielleicht ein bisschen und dann später nicht mehr, weil Decks ausprobieren sehr, sehr, sehr teuer von der Zeit her ist, sehr kostenintensiv ist. Deswegen werde ich da immer mal ein bisschen mich drauf beschränken, auf jeden Fall. So. Zack, zack, da auch nochmal was hin. Ordentlich Party Power in the house. Wir wollen hier nicht raus, wir geben Power in diesem Haus. Aha, aha, I like and aha, 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 like. Du kannst übrigens links gerne durch, Gegner. Und dann können wir auf dem Kronen-K.O. hinausarbeiten. Kannst du durch. Hau noch mehr raus. Hau echt noch mehr raus, Mann. Ohne Spaß. Können wir auf dem Kronen-K.O. hinauslaufen oder ich krieg 3 Kronen. Das ist in Ordnung. So, es ist wunderschön. Das gefällt mir auf jeden Fall. Weil da kriege ich ein paar Krönchen.
Wir sind alle glücklich, ich krieg ein paar mehr Krönchen, Lukas auch eine Krone und ich gehe jetzt auf jeden Fall aufs Kronenbaum hinaus, genau. Dann werde ich jetzt erst anfangen, ihn zu deffen, weil ich ja, wie gesagt, das Kronenbaum erzwingen möchte. So und so. Natürlich wollte ich natürlich sollte er jetzt nicht unbedingt auf das Ding draufhauen. Ich warte einmal eben kurz, bis die hier durch sind. Oder mach das so. Jetzt so. Hier nochmal was hin. Da was hin. Da nochmal die da hin. So, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack. Werden wir von hinten wieder anfangen, einfach Einheiten zu sammeln. Ganz einfach. Da auch nochmal was hin. So, jetzt hat er den Pfeil halt schon mal raus, was sehr, sehr schlecht für ihn ist, muss ich da ganz ehrlich sein. So, dann kann man die da hinpacken. Die da. Dahin. Komm, 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 komm. Mit etwas Glück schaffen wir das da durch, bevor Finish ist. Ah, egal. Gutes Spiel. Ich habe ihn durchgelassen, die Chance war da, aber ich habe sie leider vertan. Hätte besser enden können, auf jeden Fall. Wir kriegen aber 0. Null abgezogen und so, das ist ja in Ordnung. Ich möchte auf jeden Fall in Arena 6 bleiben, weil Arena 6 schon ziemlich cool ist, so von Optik her. Obwohl ich ja sagen muss, Arena 5 finde ich optisch ein bisschen hübscher. Aber ich bin gespannt auf Arena 7, wie die dann aussieht. Und deswegen wollen wir natürlich in Arena 6 bleiben, damit wir da ja demnächst mal gucken können, wie das dann aussieht. Ne? So, zack, zack, zack. So, er hat ein paar investiert, ja, das ist schon in Ordnung. Okay, jetzt hat er so einen Pfeiler investiert. Er hat sehr, sehr viel gerade investiert dafür, dass er hier das defft. Das ist jetzt nicht so gut für ihn gelaufen. So, jetzt muss er Flugabwehr haben, ansonsten sieht das ziemlich böse da aus. Zack. Pfeilhagel ist natürlich jetzt raus, was sehr gut ist für uns, weil wir können jetzt ohne Probleme hier den Riesen mit der Skelettarmee wegdeffen und er sollte einfach nicht rankommen. So, dann holen wir uns noch ein paar andere Einheiten, weil mehr Einheiten, mehr Spaß, wisst ihr ja Bescheid. Wir wollen den Tower, das ist sicher, und den Tower eventuell auch. Mal gucken, auf jeden Fall wollen wir einen Tower haben. Da hat er gut reagiert, hat er gut gedefft, hat er den Riesen zum Deffen reingemacht. Der Riese attackiert natürlich jetzt nur die Gebäude, wird natürlich ein bisschen aggressiv und will natürlich jetzt noch ein bisschen Action machen, aber wir sagen so... Nein! Ich habe irgendwas rausgehört, tut mir leid, da musste ich gerade aus dem Fenster gucken, habe ich nichts gesehen. Wir sagen einfach... Nix, weil ich rausgucke. Das war gut. Das muss ich sagen, war nicht gut. Ab und zu muss man auch mal selber über sich lachen, liebe Leute. Man muss auch mal selber über sich lachen. Immer nicht immer alles zu ernst nehmen, sondern ganz genüsslich auch mal über sich selber lachen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten ist es kacke. Alter, das staubt sogar, den ich höre, Alter. Ich kann schon sagen, was macht der komische Geräusche? Ja, ich hoffe, ihr hört den nicht. Und das ist immer ein bisschen blöd, wenn ihr das auch hört, so welche Störgeräusche. Aber dann kann ich leider nichts dran ändern. Es tut mir da wirklich leid. Müssen wir einfach durch, liebe Leute. Müssen wir durch, es tut mir leid. Aber ich hoffe, es ist nicht so wild. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Nicht so wild und wir schaffen es. Sehr schön. Eine Krone haben wir. Die zweite ist unterwegs. Wie sich das aussieht, Alter. Was ist das denn von Deutscher? Komm, mein Deutscher ist total für den Papa! Zack. Eine Skelettarmee rein. Weil die ist immer fein. Eine Skelettarmee kann immer sein. Und wenn du keine hast, du Schwein, dann hol dir eine rein. Denn eine Skelettarmee, die ist sehr, sehr fein. Und destroyt die Gegner. Ganz allein. Boah, das war cool, oder? Das war Freestyle des Todes und es war mega nice. Oder? 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 Bitte sagt ja. Sehr schön. Die zweite Krone ist auch vorhanden. Das freut mich. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ich freue mich hier wie ein kleiner Teddybär. Und das macht mich happy, yeah. Und da waren alle drei Kronen. Gutes Spiel. Er hätte jetzt überlegen können. Deft er oder würde sich nur eine Krone? Eine Krone holen ist natürlich wesentlich effektiver. Also er hätte so oder so verloren. Deswegen. Nice. Wir haben drei Krönchen. Wir haben eine Truhe. Die können wir schon mal nebenbei öffnen lassen. Natürlich. Und dann würde ich aber sagen: Los geht's. Nächste Runde. Neues Glück. Immer weiter gegen Amka. Amka. Viel Glück, Amka. Ne? An dieser Stelle würde ich mal sagen: Oh, da ist doch danke. Nett. Nett, nett, nett. Nett Flanders.
Ned, 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 Flanders. Das kann ich entscheiden, ob halt das Ding unterstützt, ne, mit ein bisschen Power, oder ob er defft. Weil in den meisten Fällen deffen die Leute. Oder, ne, unterstützen auch und dann können wir durchrushen. Aber, in diesem Fall macht er so halb-halb. Das ist natürlich jetzt nicht so geil für uns, ne. Muss man ja einfach mal an der Stelle festhalten, das ist nicht so geil. Aber gut, müssen wir jetzt irgendwie durch. Ich will auf jeden Fall da ein bisschen was destroyen. Oh mein Gott, Alter, das war... Das war, ne, nicht schlecht, Alter. Das war echt nicht schlecht. Hat er gut gemacht. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Er hat meine Einheiten sehr schnell zerstört mit einem fetten Feuerball voll ins Gesicht. Fand ich jetzt natürlich nicht so geil, ne, muss ich an der Stelle sagen. Ein bisschen in Ordnung. Jeden das Sein und jeden sein Fetisch. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt deffen, ansonsten stresst er hier wieder hardcore rum. Mit seinen blöden Kackeinheiten hier. Und da habe ich ja sowas von gar keinen Bock drauf. Alter, halt ab, ey. Was ist das für ein Riese, Mann? Der destroyt einfach alles. No problem. Der ist krank, Mann. Der ist richtig krank, der Kollege. Lalala, lalala. Ich möchte natürlich jetzt auch noch eine Krone haben. Das ist ja auch ganz klar. Es ist, als ob der botten würde, ohne Spaß. Der hat damit ja nicht rechnen können. So, einmal rüberpullen den Kollegen hier. Den haben wir gut ausgeschaltet damit. Den haben wir sehr gut ausgeschaltet mit dem Rüberpullen. Sehr, sehr gut war das, ja. So. So. Und so. Und so. Und so. So. Ah, gut Spiel. Alter, das ist krass gewesen. Ja, danke schön. Auch wenn ich jetzt echt ein bisschen schlecht war, aber... Aber er hatte ein echt gutes Stack, muss man sagen. Wir sind abgestiegen. Aber ist nicht so schlimm. Wir denken an die süße kleine Katze namens Findus und dann ist das wieder alles in Ordnung. Kleine Katzen sind niedlich. Große auch, aber kleine niedlicher. So. Wir hauen die Hexe raus. Was soll denn dieser Geiz? Die Hexe muss raus. Sonst gehe ich zur Schweiz. Fragt mir nicht warum, aber das hat sich gerade im Kopf gereimt. Deswegen habe ich Schweiz. Das, ich weiß nicht, ob sowas Wurf ist. Ob man das. Ob das Wurf ist, diesen Kreis zum Angreifen bzw. zum Deffen benutzen. Ist sowas Wurf oder eher nicht so? Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu, liebe Leute? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Was sagt ihr dazu? Sonst binde ich euch den Schuh. Nee, warte, ist ja positiv. So geht das nicht. Wie geht das? Wie kann man Leute dann dazu zwingen, Sachen zu machen, die sie nicht machen sollen? Ich klaue eure Schmetterlinge im Sommer und dann könnt ihr die nicht mehr fangen. Dann fange ich mir die vor euren Augen. Ja, das ist eine richtige Drohung, liebe Leute. Ich würde die ernst nehmen an eurer Stelle. Aber wenn ihr die nicht ernst nehmt, dann ist vorbei. Dann ist vorbei, Junge. Es ist vorbei, bye, bye, Universe. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei, bye, bye, Universe. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Und da hat er den Tower. Na, sehr gut mit der Sklettermee gecovert. Aber das ist kein Problem, weil wir. Wir bumsen zurück, ja? Wir sind die zurück. Ja. Auch wenn ich nicht so vulgäre Sprache nehmen sollte, aber egal, wir sind die zurück. Was soll das von, Kollege? Was willst du machen? Dein Pfeilhagel ist raus, sind ein paar Einheiten. Und jetzt kommt die große Armee und die wird sich jetzt fertig machen und den Grund am Boden stampfen.
Zamp, 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 zamp. Wir zampfen dich in Grund und Boden. Und da musst du von unten heben nach oben, weil wir zampfen. Zampf, zampf, zampf. Ja, was willst du machen, weil wir sind die Stampfer. Wir stampfen dich. Wir stampfen dich. Oh ja, wir stampfen dich. Oh ja, ja, wir stampfen dich. Oh, oh ja, wir stampfen dich. Wir stampfen dich in Grund und Boden. Weil wir sind die Stampfer. Sollte eine neue Band aufmachen, ja, ist die Stampfer, Alter. Muss aber so sprechen, das ist Stampfer. Stampfer. Weil wenn du nicht die Stampfer sagst, dann ist das nicht richtig die Stampfer. Das ist ja nur die Stampfer. Du musst die Stampfer sein. Liebe Leute, du musst die Stampfer. Zum dran denken, muss die Stampfer sein. Zack, 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 zack. Da kommt immer mehr, was willst du machen? Ich pack jetzt meine Sachen und übernehme dein Schloss. Yo! Gutes Spiel! Da hab ich dich auseinandergenommen und da freust mich, hahaha! Und dann könnt ihr auch gerne einen Daumen hoch da lassen. Ja, komm da. Noch eine Krone, liebe Leute, noch eine Krone, kleine Motivationsanzug. Tschuk, tschuk, oh! Okay, okay, liebe Leute, jetzt wollen wir mal ein bisschen durchballern mal hier, ne? Und machen wir das und das und das. Dann verlage dich hoffentlich, hoffentlich auch kein Feuerball-Junge. Feuerball-Junge. Das ist nicht so schlimm, weil er hat den Feuerball raus. Ich hoffe, er hat keinen Pfeilhagel, weil sonst könnte er ein bisschen besser werden. Weil wir wollen hier mal das Skelett-Armee mit dem Typen ein bisschen knallen wollen wir, ne? So, komm mal rüber! Meine Herren! Barbaren! Geht der Name nicht ein. Mir fehlt einfach der Name nicht ein, Mann. Mir fehlt der Name nicht ein. So muss das sein, ne? Aber guckt euch mal die Skelett-Armee an, Mann! Ist so amazing! Die macht einfach piu 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 piu! Und dann ist das Ding fast kaputt, Mann. Das ist einfach fast kaputt. Und das macht der Gegner so und denkt sich so: Oh shit, man! He is broken! Ja. Genau das denkt er sich dann. Genau das und nichts anderes. Deswegen holen wir uns ja da die Kronen. Weil er hat keinen fetten Dingsi-Bumsi mehr. Wie heißt das Ding? Feuerball, oh je. Yeah. Deswegen holen wir uns ihn. Na klärchen. Den können wir eigentlich durchlaufen lassen. Müssen wir jetzt hier warten. Warten. Sparen, meine ich. Mhm. Weil ich will natürlich da das Ding holen und der interessiert mich eigentlich gar nicht so wirklich, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Mal lieber da ein bisschen durchlatschen und mir da alles holen jetzt so. Das ist natürlich eine andere Sache, ne? Muss halt mal ein bisschen abwarten, was der Gegner dazu sagt. Aber ich hoffe mal, dass er einverstanden ist, dass ich mir alles hole. Dann machen wir das natürlich auch, ne? Ich hoffe, das ist in Ordnung für den kleinen Gegner, deswegen, ja, ja. Ah ja, so ist das. Und da kriegen wir 3 Kräuchern. Gutes Spiel. Spiel vorbei. Yay, yay, yay. Nice, nice. Noch eine Kuh. Das heißt, wir haben morgen 3 Krönchen. Truhen sind das, Tom. Das sind Truhen. Kronen sind das hier oben. Was man für eine Kronentruhe braucht. Da unten, das sind nur Truhen. Dann haben wir morgen 3 Truhen zu öffnen. Das ist mega geil. Bis heute 5 bis 2 gratis Truhen. Und wir sind bald wieder bei 1700. Wie sehen die in der Gilde aus? Wie hoch sind die eigentlich so? Ah, wow, Radev hat meinen Inaktiven auf dem Handy überholt. Ja, mit dem Handy bin ich inaktiv. Ich will schon überlegen, ob ich vielleicht meinen auf dem PC den zum Anführer mache. Ich weiß noch nicht genau. Und jo. Buche, nee, wollen wir nicht. Ich würde einfach sagen, Kontruhe öffnen in 3, 2, 1, los! Badam, Gold! Juwelen. Ritter, wir könnten die nochmal upgraden. Geil. Musketerino. Oh, mein Packer, Alter. Packer haben wir lange nicht mehr gesehen und auch selber kaum noch selber nicht mehr so oft benutzt. Decks, wie gesagt, werde ich vielleicht umändern hier. Das Deck 1 wird das Spam-Deck wahrscheinlich, weil das benutzen wir immer.
Und das Deck gefällt mir ja auch, das hier, das Feufeu-Deck, das packen wir dann zum Deck 2 und Deck 3 wird wahrscheinlich dann zum Testen sein. Also ich werde mir das aufschreiben oder screenshotten und dann die Decks einmal umstellen, damit wir hier die Bilder auch links und rechts dann besser machen können. Dann werde ich natürlich auch überarbeiten müssen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das bin, zum nächsten Mal schaffe. Wie gesagt, ich muss heute zu meinen Kleinen. Na, ich bin Onkel, muss natürlich dahin. So. Gut, das war's soweit mit dem neuen Part hier Clash Royale. Falls es euch gefallen hat, liebe Leute, dann könnt ihr gerne mal einen Daumen hoch da lassen und eine Bewertung da lassen. Und denkt dran, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu Findus sagt. Findet ihr ihn süß oder nicht? Sagt mir einfach eure ehrliche Meinung. Und ich werde gucken, ob ich dann für euch ein paar Videos noch von dem Kleinen machen kann. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Kleiner Tom. Ciao, ciao und bye bye. Auch von Findus, ciao. Guck mal, hier können wir noch so ein kleines Schiffchen ist auch noch mupfen, du hast der Findus. Und damit verabschiede ich mich von euch meine. Tschüss.